Wenn in einem Unternehmen den Arbeiterinnen und Arbeitern Niedriglöhne gezahlt, wenn das Urlaubsgeld je nach Wohlverhalten und Krankenstand willkürlich gekürzt und wenn überflüssige Sozialleistungen wie zum Beispiel Duschen einfach eingespart werden sollen, dann ist ein aktiver Betriebsrat genau das, was man am wenigsten gebrauchen kann. Ich glaube, da können Sie jeden Unternehmer fragen. Es ist sicherlich so, dass das Leben für einen Unternehmer relativ einfacher ist, wenn es keinen Betriebsrat gibt. Aber was tun, wenn es nun mal einen Betriebsrat gibt? Für dieses Problem kann man sich Hilfe holen. Die Firma Neupack holte sich 2012, kurz vor dem sich abzeichnenden Arbeitskampf, Arne Höck in die Führungsetage. Höck hatte sich bereits einen Ruf als Unionbuster, als Betriebsratsbekämpfer erworben. Er sieht die Existenz von Betriebsräten und Gewerkschaften ähnlich wie die Eigentümerfamilie Krüger. Aber er redet nicht gern darüber. Was ist dort vorgefallen im Zuge einer Betriebsratsgründung? Das kann ich nicht beantworten. Dafür ließ er Taten sprechen. Streikende und der Betriebsrat werden seit 2,5 Jahren mit Abmahnungen und Kündigungen überzogen. Am Jahrestag des Streikbeginns, am 1. November 2013, veranstaltete die IGBCE zum Schichtwechsel eine Kundgebung unter der Parole »Solidarität hat kein Verfallsdatum«. Und wir müssen leider traurigerweise auch feststellen, dass die letzten Wochen weiterhin davon geprägt sind, dass man versucht, den Beschäftigten Angst zu machen, dass es Abmahnungen gibt und auch Kündigungen gibt. Und wir rufen ganz deutlich den Arbeitgeber auf, endlich aufzuhören, sein eigenes Unternehmen zu schädigen, aber auch die Beschäftigten weiter in dieser Form zu schädigen. Kolleginnen und Kollegen, die vom Fenster aus die Kundgebung und den Protest gegen die fortgesetzten Kündigungen und Abmahnungen verfolgten, bekamen dafür eine Abmahnung. Wie die Stimmung bei Neupack ist, zeigt dieses Plakat, ausgehängt im Betrieb. Was ist der Unterschied zwischen einer Betriebsratswahl und einem Telefonhörer? Den Telefonhörer kann man aufhängen, wenn man sich verwählt hat. Auf einen hat Neupack es besonders abgesehen. Den Vorsitzenden des Betriebsrates, Murat Günisch. Anfang 2015 bekam Murat die 9. fristlose und 5. fristgerechte Kündigung. 14 Kündigungen in 2,5 Jahren. Aber die niedersten Motive nützen nichts, wenn es nicht auch Rechtsanwälte gibt, die sich darauf verstehen, für das Union-Busting die juristischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Neupack hat sich für den Anwalt Mark Müller aus der internationalen Anwaltskanzlei Taylor Wessing entschieden. Martin Levitt, ein ehemaliger Union-Buster in den USA, beschreibt die Zusammenarbeit mit Anwälten so. My billing rate was $1,000 a day plus expenses. And I always worked with an attorney. It was a very symbiotic relationship because I did the dirty inside work and they did the legal stuff. So we would refer each other a lot of business. Unionbuster wissen auch hierzulande, wie man dirty inside work und legal stuff kombiniert. Werner Rügemer, Mitautor des Buches Die Fertigmacher. Nebenbei kann man schon erfahren, dass ein Unternehmen, wenn die so einen etwas hartnäckigen Betriebsrat loswerden will, im Lauf von 2 Jahren doch ein paar hunderttausend Euro investiert. Na, da bekommt so eine Kanzlei dann so einen Pauschalauftrag, um also alle möglichen Maßnahmen, schriftliche Kündigungen, die dann möglichst auch am Samstagvormittag privat an der Haustür zugestellt werden, damit die Ehefrau und die Kinder und die Familie es auch noch mitkriegen. Ne, diese Dienstleistung, das wird auch sehr gezielt eingesetzt. Und aber auch dann die Vertretung beim Arbeitsgericht oder dann
Ne? Das machen Anwälte oft, dass sie dann also auch noch die ihr bekannte Wirtschaftsdetektei mit beiziehen und oder auch eine Überwachungsfirma mit beiziehen, die bestimmte Daten erhebt. Und mindestens genauso dirty arbeiten auch die Union Buster von Neupack. Es wurden Detektive angeheuert, die Murat Güneş und seine Familie tagelang observierten, um zu zeigen, dass Murat trotz Krankschreibung arbeitsfähig gewesen sei. Es wurden Spitzel in die Arztpraxis geschickt. Die letzten drei Kündigungen und Kündigungsandrohungen wurden Murat direkt vor seinem Urlaub, an seinem Geburtstag und kurz vor Weihnachten zugestellt. Die Firmenleitung von Neupack hat sich offenbar die Losung der IGBCE "Wir wollen bei Neupack ein Exempel statuieren, koste es, was es wolle" zu eigen gemacht. Das Union-Busting muss bekämpft und geächtet werden. Zeigt und organisiert Solidarität. Kommt zum nächsten Prozess, Neupack gegen Murat Güneş.